Das ist eine sehr schöne Map. Die kann man richtig schön in einem Zug durch Bunny hoppen, ey. Mega geil. Aber man kann hier nicht durch. Guck mal, vielleicht schaffe ich sie jetzt mal in einem. Ich spiele sie gerade zum ersten Mal, wohlgemerkt. Also heute jetzt gerade. Ich habe sie eben gerade schon mal durchgebunnyhoppt. Oh ja, das war natürlich kacke. Das, was ist das? Dieses Runterglitschen, obwohl man springt, ey. Wow, habe ich gerade den Endtimer nicht gekriegt? What the fuck? Ja, dann versuchen wir es nochmal, also. Ja, eine Schmerzen mit. Hier nochmal durch zu Bunny hoppen. Oh, Alter, dieses Spiel, ne? Das ist hier 800 FPS in dieser Map, ey. Das ist das Witzige, die sind einfach so gut gemacht, die Maps. Sie sind hübsch, sie sind riesig, in Anführungsstrichen, ja. Aber es macht halt performance-technisch so viel aus, ob da irgendwelche Props liegen oder nicht. Also FPS-technisch, wenn du hier mit viel, es gibt ja Server mit 64 Leuten, ne? Und wenn du dann so einem, es gibt ja dann hier AFK-Server, also das heißt ja Idle-Server, ne? Surf Mastermind, meinetwegen, gibt es als Achievement Idle Map. Da ist das denn ja so, dass die... What the fuck? Warum kriege ich hier Speed? Dass da bis zu 64 Leute auf diesen Server rauf können. Ja, und was ist? Wenn dann im Hintergrund noch die riesige, gefühlte Endlos-Surfmap läuft, habe ich trotzdem mit 64 Leuten mehr FPS als in einem verschissenen, auf einem verschissenen das 2. Verstehe ich nicht, also raff ich wirklich nicht. Warum? Das 2 ist so zugemüllt. Das kostspieligste sind ja halt nun mal Spieler und ganzen Props und Co., die hier rumfliegen. Da lässt sich ja nun mal nichts dran ändern. Ja, aber was ist? Nee. Das wird auf jeden Fall kein neuer Rekord. Vor allen Dingen, die Zeit ist jetzt schon rot, Alter. Der ist jetzt schon durch. Wie machen die Leute das? Die müssen doch irgendwie abkürzen. Also ich bin ja schon... bin ja nicht schlecht. Auch wenn mich das manchmal hier echt annervt, dass man an manchen Kanten hängen bleibt, obwohl da nix ist. Aber... Ranks. Ja, Contender bin ich. Ninja wäre das nächste. Gibt's hier Top, was ist Top 15? Rekord. Ja, hahaha, witzig. Ich wollte eigentlich den... Ach nee, das ist ja Replay, ne? Replay. Ja, okay, gibt's nicht.
Warum? Verstehe ich nicht. B-Hop Deeper klingt gut. Machen wir nochmal B-Hop Deeper und dann... Extra nicht geduckt, ey. Als wenn. Wir haben deeper. Tiefer. Deep inside, deep inside. Sehr schönes Lied von Korn. Das war ja so meine Schulzeit. Oh Gott, habe ich dafür Korn gehört, ey. Das war auch echt nicht feierlich. Den ganzen Tag rauf und runter, wenn ich jedes Lied mitsingen. Ja! Ich hasse diese Map jetzt schon, ey. Ich glaube, das Schlimmste ist auch einfach. Ja. Was ist das? Warum sind da in der Mitte keine Texturen? Total nervig. Geht das jetzt hier? Ist jetzt hier fertig, oder? Nur die haben die jetzt nicht noch echt verlängert, oder? Kann man hier... Wieso kann man denn darauf stehen? Oh, da gibt's ja hier Style, Ranked, Legit. Legits, B-Hop sind auch einfach immer noch das Spaßigste. Also eigentlich mag ich dieses Highspeed-Gedöns. Aber. Da gehört immerhin noch manchmal ein bisschen mehr Skill zu. Also wenn das irgendwie so weite Sprünge sind oder so. So war es da einfach mal. Paar zu überbrücken. Oh. Der klassische 1-6 Strafe bei jedem Block. Kann man nicht so machen. So, hier kann man auch eine Geschwindigkeit zunehmen. Nee, habe ich jetzt nicht verkackt, Alter. Natürlich bin ich schon weit hinter der Standardzeit. Einmal kann man es legit schaffen. Vielleicht mal einen Run schaffen, ohne irgendwo anzuecken oder runter zu glitschen, weil Edge-Bugs auch in diesem Spiel noch möglich sind. Das ist so nervig, ey. Hier habe ich hart verkackt.
kleinen Speed zugenommen. She strafes. Also ich bin noch in Rekord sozusagen anscheinend. Aber ich sag mal so 1,20, wa? Ja, 1,19, 1,18, 1,19. Alter, dieses Spiel, ne? Die ist einen einfach von der Kante runtergeglitscht, wenn man zu heftig ist, ey. Ah, ha, neuer Rekord. Lass mich da jetzt drauf. So kann man hier nicht durch. Das ist doch doof. Free Speed braucht eh keiner. Slow-Mo. Slow-Mo ist witzig. Ja, das ist auch der Doppelduck. Versaut doch einfach alles in diesem Spiel, Alter. Dann machen wir noch mal, Schlomo. Und so sieht das ungefähr mit 500 FPS konstant in 1.6 aus. Durch die Airtime ist man so fucking heftig am Jumpen. Als wenn ich da nicht rübergekommen bin mit Ducken. Ich hatte noch einen Meter Platz. Das ist so ein Counter-Strike, ey. Warum trollt mich Counter-Strike so? Why are you trolling me? Ah, komm schon. Ich hab mich geduckt und hatte genug Speed dafür. Dafür auch. Alter, diese Pixelberechnung in diesem Spiel ist so kacke. Ja, genau. Eben geschafft, jetzt nicht mehr. Nicht. Boah, dann leckt's einmal kurz, weil er mich hier anrempelt. Was soll das? Alter, dieses Spiel, ne? Ich brech ab, ey. Was ist das? Was soll das, wenn ich ehrlich bin? Warum? Ja, guck mal. Bam. Ach komm, geduckt des Todes, Alter. So verfickt schnell. Du mach doch mal irgendwas, ey. Bock, diese Kackmap hier weiter zu spielen.